besonders viel zu bieten. In der 32. Minute allerdings eine entscheidende Szene. Doug Arnott erhält die gelb-rote Karte und in Überzahl waren die Dortmunder in den gelben Trikots die spielbestimmende Mannschaft gegen die insgesamt ungefährlichen Schotten. Einer der auffälligsten bei der Borussia, Stéphane Chapuisat, mit der besten Möglichkeit vor der Pause. Kein Grund zur Beunruhigung beim BVB-Trainer Ottmar Hitzfeld. Und nach dem Wechsel sorgte der zuletzt so kritisierte Karl-Heinz Riedle für die Entscheidung zugunsten der Borussia. Nach Pass von Chapuisat das 0:1 in der 53. Minute. Und nur 8 Minuten später erzielte Karl-Heinz Riedle auch das 0:2. Die Vorarbeit diesmal von Andreas Möller. Das Spiel damit natürlich gelaufen. Am Ende hatten die Dortmunder sogar noch einige Gelegenheiten, höher zu gewinnen. Die berechtigte rote Karte für Rap Shannon kurz vor dem Abpfiff, ein trauriger Schlusspunkt. Borussia Dortmund zieht mit einer überzeugenden Leistung in die zweite Runde des UEFA-Pokals ein.